Kennst du viele Leute, so Opfiker, die nicht wählen gehen? Ja. Wieso gehen die nicht wählen? Weil es einem Arsch ist. Wieso? Das ist heutzutage normal. Normal ist ja da nicht, oder? Aber es gibt es immer wieder. Es sind halt auch nur Menschen, oder? Nicht nur im zürcherischen Opfikon hat man keine Lust aufs Wählen. Auch in der Ostschweiz steht es um die Motivation schlecht. Entschuldigung, wir haben überhaupt noch nicht gewählt, weil die Politik ein bisschen schwer zu verstehen ist und jedes Mal wird anders umgedrillt. Das kann man nicht verstehen, überhaupt nicht. Apropos nicht verstehen. Zürich News mit der Vanessa Meier. Es tut uns leid, dass wir ein bisschen verspätet sind. Habt ihr das gesehen? Mit der Vanessa. Sind wir allein in diesem Universum unmöglich, wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen? Und was steht bei unseren Lieblingsbauern heute auf dem Programm? Also heute auf dem Programm steht sicher ein Mittag, das Abend und das Nacht und etwa einen Haufen Kaffee. Das habe ich so jetzt noch nie erlebt. Die Bauer-Ledig-Sucht-Redaktion hat sich für diese Folge was ganz Spannendes einfallen lassen. Also wir fangen an mit Hufeisen werfen. Okay. Der Fritsche kann sich vor Begeisterung kaum zurückhalten. Hufeisen werfen. Okay, okay. The show must go on und das Leben geht weiter. Die Hofdamen dürfen etwas viel, viel, viel Cooleres machen. Erzähl doch mal, was hat es mit Alpaka-Yoga auf sich? Ach, Alpaka-Yoga ist einfach etwas Schönes. Okay. Ach ja, die Olma gibt's ja auch noch. Du bist erst, wenn ich an der Olma bin, das erste, was ich mir mache. So ein Führer für ihn ist, Programm durchschauen. Dass man ein eine Ahnung hat, um was geht's da ja an der Olma. Nein, du bist wahnsinnig, das machst du nie. You're good. Studien zufolge laufen der katholischen Kirche St. Gallen die Schöfli davon. In anderen Teilen der Schweiz haben die Pfarrer keine Probleme mit ihren Schäfchen. Jessica! Jessica! Endlich gibt's bei Kassensturz Beiträge, die dem Zeppelot-Zuschauer auf Anhieb gefallen. Zu viel Gewicht zerstört die Maschine. Ach was, eine Bowlingkugel zerstört eine Maschine? Böse Menschen machen dies extra. Böse Menschen sind lustig. Was sagt die Waschmaschinenexpertin von V-Zug dazu? Aber sie läuft noch. Das hätte ich auch nicht gedacht. Die Maschine ist von der Konkurrenz. That's fair to say. Währenddessen im solothurnischen Erlinsbach. Ab heute Abend wird an der Gewerbeausstellung Erzboot zu Erlischbach im Akkord fleischzart gesprengt. Da ist es so, dass die Sticks am richtigen Ort sein müssen, bis der Zeiger hier am Anfang vom K ist. Zart. Aber wieso? Zum Schluss noch etwas zur Beruhigung. Und jetzt ist es Zeit, die innere Harmonie wiederherzustellen, sich zu zentrieren und zur Ruhe zu kommen. Host.